liebe Dresdner, liebe Bürger, liebe Freunde, wir als NPD stehen heute hier mit dem Motto keine westdeutschen Verhältnisse in unserer Stadt. Und selbstverständlich wollen wir mit diesem Motto nicht unseren westdeutschen Landsleuten auf die Füße treten, sondern wir wollen das Tabuthema Überfremdung heute hier ansprechen, denn dieses Thema kommt schneller auf uns zu, als es uns lieb ist. Der Widerstand gegen die Islamisierung muss auch in Sachsen heute und hier geleistet werden und nicht irgendwann in 10 oder 20 Jahren, wenn hier die gleichen Zustände herrschen wie im Westen unseres Vaterlandes. Die Islamisten stehen heute einer politischen Klasse in Deutschland gegenüber, die unter dem Deckmantel der Toleranz einer Ausbreitung des Islam keinen Widerstand mehr leistet. Die NPD ist in Deutschland die einzige Partei, die den Zusammenhang von Islamisierung und Zuwanderung ganz klar benennt und dagegen Widerstand leistet. Wenn man ein Problem erkannt hat, muss man ihm im Anfangsstadium entgegentreten und nicht erst dann, wenn es bereits zu spät ist. Wenn ein Zahnarzt Ihnen attestiert, dass 3 Ihrer Zähne Karies haben, dann lassen Sie sich umgehend behandeln und warten nicht erst 10 Jahre, bis die Zähne zu Ruinen geworden sind. Das gilt auch für die Politik. 1970 sah es in Westdeutschland noch genauso aus wie in Dresden, wie in Pirna und in Meißen oder Bautzen. Es gab 3-5% Ausländer, sie waren relativ unauffällig, arbeiteten, dominierten noch nicht das Straßenbild und man dachte, eines Tages gehen sie wieder nach Hause. Aber sie gingen nicht, sie holten stattdessen die Familie nach und jeder Krieg und jede Krise, insbesondere nach der Wiedervereinigung, sorgten dafür, dass weitere Zigtausende, Zehntausende und Hunderttausende nach Deutschland kamen, von denen auch ein Großteil nach Beendigung der Krise nicht mehr in ihre Heimat zurückgingen. Ich spreche heute zu Ihnen als Vertreter einer Partei, die sich in erster Linie den Interessen des eigenen, des deutschen Volkes verpflichtet fühlt. Wir wenden uns bewusst gegen dieses EU-Europa der Bonzokraten, der Spekulanten, die genügend Geld übrig haben, um Banken zu retten, aber für deutsche Obdachlose, für deutsche Rentner, für unsere Arbeitslosen nicht genügend übrig hat. Es gibt derzeit keine einzige Partei außer der NPD, die den Mut hat, dieses heiße Eisen anzupacken. Wir sind die Einzigen, die sich trauen zu sagen, wir wollen keine westdeutschen Verhältnisse in unserer Stadt. Wir wollen keine Überfremdung in Dresden. Wir müssen aktiv dafür kämpfen, dass sich bei uns hier in Dresden oder in Ostdeutschland nicht die Fehler wiederholen, die in Westdeutschland der 1970er und 1980er Jahre gemacht wurden und die kaum wieder auszubügeln sind. Dafür brauchen wir am 25. Mai Ihre Stimmen zur Stadtratswahl und zur Europawahl.